Es gibt zwei Arten, eine Frau anzusprechen. Die erste ist das klassische Anbaggern. Das siehst du sprichwörtlich wie im Film, wenn der Bauarbeiter vom Straßenrand aus einer Frau hinterher pfeift. Und zweitens der aufrichtige Interessent. Aber sprechen wir nochmal vom Anbaggerer. Was ist wirklich sein Ziel? Möchte er diese Frau wirklich kennenlernen? Möchte er wirklich auf eine aufrichtige Art und Weise mehr Erfahrungen sammeln, um so entlang des Weges die richtige zu finden? Oder möchte er sich selber und seinen Kumpels vor allem einfach nur etwas beweisen? Und glaubt er wirklich, dass sie sich auf sein Hey Püppchen umdrehen wird, ihn anstrahlt, sich für ihn interessiert, ihm ihre Nummer gibt und sich mit ihm auf ein Date treffen möchte? Eher unwahrscheinlich, oder? Aber nehmen wir an, es gibt einen Mann, der sieht eine Frau und sieht sofort, diese Frau muss ich kennenlernen. In ihm zieht sich alles zusammen. Er merkt in seinem Bauch, da flattert's. Er wird total nervös. Er blockiert, aber er nimmt all seinen Mut zusammen. Er geht auf sie zu, sagt Hallo und zeigt ihr hundertprozentig, dass er Interesse an ihr hat. Was macht diesen Mann anders? Und warum wird er höchstwahrscheinlich erfolgreich damit sein? So wie diese beiden Männer, ein paar Monate nach ihrer Charisma-Analyse. Was hat dieser Mann realisiert? Dieser Mann hat festgestellt, ich kann auf Frauen zugehen. Ich habe nichts zu befürchten. Ich kann auf Frauen zugehen. Dieser Mann weiß, es gibt ein paar Dinge, die ich beachten muss, aber ich kann eine Partnerin auf Augenhöhe bekommen. Ich kann tiefe Verbindungen mit Frauen erlernen. Das ist alles möglich. Und hier ist die wichtigste Sache. Denn so ein Mann hat die Freiheit, sein Interesse vollkommen ehrlich, aufrichtig und verletzlich zu zeigen. Und das heißt nicht, dass er ihr Blumen schenken wird oder übereifrig freundlich ist, um bei ihr zu imponieren, um bei ihr zu punkten. Oder dass er sich irgendwie vor ihr klein machen muss und sich alles von ihr gefallen lassen muss. Nein, er sagt ihr einfach, hey, du bist mir aufgefallen. Ich musste einfach Hallo sagen. Hi, ich bin Andi. Wer bist du? Und warum ist vollkommen in Ordnung, nein, sogar erwünscht ist, dass du wirklich nervös bist und dass sich in dir alles zusammenzieht und du sogar eine Blockade bekommst, dass das sogar erwünscht ist, das möchte ich dir an folgendem Beispiel darstellen. Früher habe ich noch sehr viel Online-Dating gemacht und ich habe mit vielen Frauen Treffen ausgemacht und Nummern ausgetauscht, aber aus all diesen Treffen ist oft nichts geworden. Und das hat sich immer und immer wiederholt. Das kennst du vielleicht, denn das hat sich immer und immer wiederholt. Aber ich wollte mein Glück nicht nur online versuchen. Also habe ich mich dazu entschieden, diese Fähigkeit zu erlernen, die mir super viel Angst gemacht hat, in meinem Alltag eine Frau auch einfach ansprechen zu können. Und bei all diesen Kontakten im Alltag, auf Badoo, Tinder, Parship oder sonst wo, ist eine Frau immer aus der Menge herausgestochen. Diese Frau habe ich getroffen. Mit ihr bin ich auf Dates gegangen. Und daraus wurde auch oft etwas Längerfristiges. Und was meinst du war besonders an dieser Frau? Ich habe sie gesehen und in mir kamen diese Emotionen wirklich hervor. Ich hatte wirkliches Interesse an ihr, weil sie mich so verrückt gemacht hat. Weil ich sie gesehen habe und gedacht habe, ich muss dich einfach kennenlernen. Es war beinahe jedes Mal diese Frau, die ich an einem schönen Tag beim Spazieren, beim Einkaufen oder beim Bergsteigen angesprochen habe. Also habe ich mich gefragt, Andi, wie erklärst du dir dieses Phänomen? Wieso klappt es eben, wenn du so nervös bist? Und die Antwort ist, das Ansprechen dieser Frau war jedes Mal wie ein Sprung ins kalte Wasser. Es war jedes Mal aufs Neue ein Abenteuer, furchteinflößend. Und ich musste mich jedes Mal dazu überwinden. Online hingegen war das Ganze wie eine Routine. Und das kennst du wahrscheinlich ebenfalls. Du bist da so routiniert, du schaust dir all diese Profile an, machst dir sowieso viel zu viele Gedanken, ob sie dich jemals zurückmögen könnten. Und weil du so viel Zeit zu verschwenden hast an diesem Computer, war eine Connection mit diesem Menschen gar nicht mehr möglich. Ich habe dann nur noch geswiped und hatte so gut wie keine Matches und wurde enttäuscht. Aber bei dieser einen Frau, die ich in meinem Alltag in Person gesehen habe, wo ich baff war, da war ich nervös. Da hatte ich dieses Flattern im Bauch und ich habe aufrichtiges Interesse gehabt. Du hast sicherlich schon den Spruch gehört, Übung macht den Meister. Oder wie im Englischen gesagt wird, Practice makes perfect. Die Sache ist, das stimmt nicht ganz. Der amerikanische Footballspieler und Footballcoach Vince Lombardi hat dazu gesagt, Only perfect practice
makes perfect. Also nur wer richtig übt, wird zum Meister. Und das passiert nicht nur mir. Ich beobachte oft bei Männern, die zu mir in die Charisma-Analyse kommen und dann das Ganze erstmal alleine ausprobieren wollen, nach einer Weile eine Art Entwicklungsplateau, bevor sie sich wieder zu mir in der Charisma-Analyse bewerben. Dann sagen sie, das hat mir total geholfen, Andy. Ich habe durch dich super viele Fortschritte gemacht. Aber sobald sie besser mit Frauen werden und vom schüchternen Doktoranden oder Techniker zum Mann werden, der regelmäßig ein, zwei, dreimal die Woche Frauen auf Dates wieder sieht, Erfahrungen sammelt und endlich wieder neben Frauen einschläft, kann es sein, dass die Genügsamkeit sich einschleicht. Viele meinen dann, endlich den Erfolg zu haben, den sie sich so lange gewünscht haben. Na klar, aber eine Sache klammern sie dabei aus. Während sie auf diesem Entwicklungsplateau sind, sind die Frauen, die sie kennenlernen, nicht ihre Traumfrauen. Das liegt daran, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt wiederum nicht mehr trauen, auf die Frau zuzugehen, die ihnen wirklich den Atem verschlägt, wo sie wirklich nervös werden. Ob sie sich dann wieder ins Internet flüchten oder in die Arbeit reinstürzen, der Grund sind nach wie vor, wir sind alle menschlich, Ausreden. Früher, als sie noch keine Ahnung hatten, noch nie flirten gelernt haben und nicht auf Frauen zugehen konnten, da sahen die Ausreden vielleicht so aus. Ach, ich muss mir nichts mehr beweisen. Bei mir geht's doch ganz gut zurzeit. Ich habe doch Erfolg. Warum sprechen wir dann wieder? Das hört sich jetzt hart an, aber zu was haben sich diese Männer quasi zurückentwickelt? Diese Männer sind jetzt wieder zurück an einem Punkt, an dem sich auch der Prolet befindet. Sie meinen ihr Ansprechen, also das Kennenlernen von Frauen, nicht mehr wirklich aufrichtig. Sie suchen sich einfache Alltagssituationen aus. Situationen, bei der sie denken, ah, die Frau, die wird mir bestimmt keinen Korb geben. Oder sie suchen wieder nach dem großen Glück an den Orten, wo sie es verloren haben. Online. Aber wenn du wirklich deine Traumfrau in dein Leben ziehen und erobern möchtest, dann solltest du lernen, deine Traumfrau auch im Alltag, wo sie sich nämlich befindet, auch anzusprechen, mit ihr zu flirten und sie zu erobern. Und das kannst du lernen. Das kann jeder lernen. Und wenn du dich als ehrlicher, zuverlässiger Mann einstufst, der mit Frauen nicht nur auf der Oberfläche kratzen möchte, sondern wirklich tiefe Verbindungen mit Frauen möchte, dann bist du genau der Art Mann, dem ich schon so oft geholfen habe. Wenn du herausfinden möchtest, ob ich dir dabei helfen kann, dann hol dir ebenfalls deine kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse. Dann finden wir beide heraus, wo du gerade stehst, was an dir schon längst attraktiv ist und dir vielleicht noch gar nicht bewusst ist und wie du damit die richtige erobern kannst. Diesen Leitfaden findest du mit dem Link in der Beschreibung und wenn wir uns dort nicht sehen, dann ist das auch okay. Ich wünsche dir alles, alles Gute dabei.